Ein komfortabler Warteraum für Visa-Antragsteller und Computerbildschirme mit Informationen. Das Schengen-Haus in Kinshasa vermittelt in der Demokratischen Republik Kongo ein neues Bild von Europa. Bis vor kurzem war es viel komplizierter. Wir mussten früh morgens hier sein, der Zugang war immer kompliziert. Nun ist das Büro an 5 Tagen in der Woche geöffnet und sie sind sehr freundlich. Sie antworten ehrlich und einfach. Sie sind nicht so überfordert wie zuvor. Die Idee zum Schengen-Haus kommt aus Portugal. Aufgegriffen wurde sie von Belgien, der früheren Kolonialmacht im Kongo. Die Visa-Anwärter hier in Kinshasa füllen ihre Formulare aus. Die Daten werden sofort in die Länder der Schengen-Zone gesandt, in denen dann Reisen ohne Grenzen möglich ist. Betrug und sogenanntes Visa-Shopping sollen damit eingedämmt werden. Auparavant, au consulat de Belgique. Mancher Visa-Antragsteller ging bisher zum belgischen, zum französischen und auch zum griechischen Konsulat und hoffte, dass er aus mindestens einem dieser Konsulate einen positiven Bescheid bekäme. Das neue Verfahren schiebt dieser Praxis hoffentlich einen Riegel vor. Et la maison Schengen permet de lutter contre ce phénomène. Die Zahl der Visa-Anträge in Kinshasa steigt an. In den ersten 4 Monaten seit Bestehen des Schengen-Hauses gab es mehr als 6.500 Anfragen. Doch die Bescheide fallen meistens negativ aus. Unsere Anliegen sind einfach. Wir bekommen viele Beschwerden von Kongolesen, die das Visasystem schwierig finden. Selbst wenn sie nur für eine kurze Dienstreise oder einen Urlaub 1 oder 2 Monate einreisen möchten, müssen sie 6 Monate auf ihr Visum warten. Das ist unausgewogen und wir möchten das ins Zentrum der Debatte mit unseren diplomatischen Partnern stellen. Ein Dutzend europäische Staaten gehören zu diesem ersten Schengen-Haus, darunter Belgien, Frankreich, Portugal, Schweden und die Niederlande. Weitere Länder wollen sich anschließen. Ein weiteres Schengen-Haus ist nun in Kamerun geplant.